Ich habe eine Schwester. Das sieht gut, meine, ich liebe meine Schwester, aber sie hat mir die Welt der Frauen noch unverständlicher gemacht, meine Schwester. Die Psychologen, die Wissenschaftler, sie sind alle einverstanden. No? Das beste Lerninstrument für die Kinder ist das Spiel. Und ihr wisst nicht, wie viele Mal hatte ich am Abend in der Küche unter dem Tisch wunderschöne Raumschiffe gebaut. Mit Decken, Stühlen, Kissen. Und ich hatte meine Schwester eingeladen, zu kommen mit mir auf dem Raumschiff, außerirdischen Abenteuern zwischen den Sternen zu erleben. Aber wisst ihr, was hat meine Schwester in dem Raumschiff mitgebracht, um besser zu spielen und außerirdischen Abenteuern zu erleben? Wisst ihr was? Ein Kuchenset. Es heißt Tassen, Untertassen, Gabel, Löffel, Löffelchen, Teekannen, Kaffeekannen. Da sie sagte mal, Roberta, ma bist du verrückt? Und dann ich machte, Alarme, Alarme, siamo attaccati dai marziani. Gli außerirdischen ci attaccano. Capitano Roberta, al cannone laser, bitte, cannone laser. Und meine Schwester, un momento, ich muss den Tisch vorbereiten. Ma come den Tisch vorbereiten? Ma was spielen wir allora, porca miseria? Ma dai! In welchem Film hast du gesehen, einer sagt, Capitano Roberta, el cannone laser, el Capitano sagt, un momento, ich muss den Tisch vorbereiten, ma no. Und diese Sachen, sie passen nicht gut, diese Gabel, sie sind gefährlich, wir schweben ohne Gewicht, zwischen den Sternen, alles schwebt, kommt eine Gabel in ein Auge. Meine Schwester war beleidigt, sie fing an zu weinen, sie stieg vom Raumschiff runter, ohne einen Astronautenanzug anzuziehen, einfach so. Und sie wollte nicht mehr mit mir spielen. Jetzt, wir lachen so. Es ist auch lustig zu erzählen, aber wisst ihr das heute noch? Ich habe psychologische Probleme. Sie, beim Frühstücken. Ja, weil wir Italiener, Gott sei Dank, wir frühstücken ganz einfach, no? Ich normalerweise eine Kaffeelatte, so Kaffee mit Milch, mit ein Stückchen Brot, manchmal auch in Stehen in der Küche, so, und dann ich gehe. Aber meine Frau, sie ist deutsch. Porca miseria. Oh, der ganze Tisch ist voller Teekannen, Kaffeekannen, Schinken, Butter, Honig, Marmelade, Brot, Brotchen, Toast. Ich schaue, alle, der ganze Tisch voller so viele Sachen am Morgen früh. Und alle grazie, bitte, prego, ja, danke, bitte, am Morgen früh, so das. Ich schwitze, ich habe ein komisches Gefühl, ich beginne zu schwitzen und ich habe das Gefühl, ich verwandle mich in einen außerirdischen Ungeheuer. Und ich konnte so gern alles in der Luft sprengen mit einem Kanonenlaser. Buah, Tassen, Untertassen, Gabel, Läschchen, bitte, prego, grazie, la marmellata, bim, bum, badaba. Dass ich tue das nicht, weil ich weiß, dass wenn ich das tue, meine Frau ist beleidigt, sie beginnt zu weinen, sie steigt vom Raumschiff runter, ohne einen Astronauten anzuziehen. Und dann, sie will nicht mehr mit mir spielen.